geleistet hat. Dankeschön. Zur nächsten Frage steht der Linksfraktion zu, erteile ich Kollegen Zillig das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Da es ja hier darum geht, inwieweit das Parlament richtig informiert worden ist, möchte ich noch mal konkret nachfragen. Steht der Senat zu der Aussage von Staatssekretär Böning, die er im Hauptausschuss getätigt hat, dass die Vergabe ohne Ausschreibung dieser Leistung an McKinsey deswegen notwendig gewesen sei, weil McKinsey diejenige Firma gewesen ist, die als einzige eine solche Leistung anbieten kann? Und ist dem Senat im Zusammenhang mit dieser Aussage und mit dieser Ausschreibung oder mit dieser Vergabe bekannt gewesen, dass McKinsey beabsichtigt oder schon unterhält Vertragsverhältnisse mit Herrn Diewel? Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Erstens, ja, der Senat steht zu der Aussage, dass es richtig war, das Unternehmen McKinsey auch ohne das Vergabeverfahren zu beauftragen, weil es hier ein Alleinstellungsmerkmal durch die Informationen, durch die Kompetenz des Unternehmens gibt, eben aus anderen Beratungszusammenhängen heraus. Das ist etwas, was Sie ja auch auf der Bundesebene verfolgen konnten. Auch dort ist das Unternehmen beauftragt worden ohne das Vergabeverfahren. Und ich gehe fest davon aus, dass die hier vertretenen Fraktionen, die auch im Bundestag vertreten sind, das genauso kritisch dort hinterfragen werden. Und sicherlich werden Sie dann auch die entsprechenden inhaltlichen Antworten bekommen, die so ein Verfahren rechtfertigen. Und ich will das an der Stelle auch noch mal sagen, das scheinen einige vielleicht auch zu vergessen, dass wir im letzten halben Jahr ja nicht mit uns der Situation auseinandersetzen mussten, dass wir ein Problem bewältigen, indem wir alle mit Dienst nach Vorschrift arbeiten, sondern hier im Parlament, nicht nur während meiner Regierungserklärung, auch in diversen Aussprachen zwischen den Fraktionen, hat das eine Rolle gespielt, dass wir schnell Menschen helfen wollen, die zu uns in Not kommen und dass wir ihnen gut helfen wollen. Und das bedeutet nicht, dass man Gesetze bricht und ordentliche Verfahren nicht beachtet, aber es bedeutet, dass man im Rahmen der Handlungsmöglichkeiten, die man hat, im Rahmen der Entscheidungskompetenzen, die man hat, Spielräume auch nutzt, um schnell helfen zu können. Und das ist hier passiert, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist grundsätzlich im Land Berlin durchaus auch üblich ist, jenseits der eigenen Verwaltungskompetenz, sich auch Beratung einzuholen. Das müssten Sie selbst am besten wissen. Ich will daran erinnern, dass auch der Masterplan Industrie durch einen klugen Kopf an der Spitze, begleitet von Senator Wolf, obwohl es eine große Kompetenz in der Wirtschaftsverwaltung gab, trotzdem von A.T. Kearney unterstützt wurde. Es ist also so, dass Beratungsleistungen durchaus auch immer eingekauft werden als Unterstützung der eigenen Kompetenz einer Verwaltung. Dankeschön. Nachfrage, Kollege Zillig. Abgesehen davon, dass Sie die Frage nicht beantwortet haben, inwieweit der Name Diewel bei dieser Zuschreibung der Kompetenz an McKinsey eine Rolle gespielt hat, bitte da um die Beantwortung, möchte ich Sie gerne fragen, warum denn dann entgegen der Richtlinien, nicht vor der Vergabe dieser Dienstleistung, der Hauptausschuss informiert worden ist und warum man denn nicht die Souveränität hat? Warum man denn nicht die Souveränität hat, wenn man so etwas für notwendig hält, auf das Parlament zuzugehen und zu sagen, wir halten das für notwendig, macht ihr mit, das ist vielleicht ein bisschen schwierig im Rahmen der Sachen, die wir ansonsten hier verabredet haben, im Rahmen von Verwaltungsvorschriften. Aber wollen wir jetzt gemeinsam vorankommen oder nicht, sondern warum man hier so rumtrickst? So, die Frage ist, glaube ich, verstanden, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, Herr Abgeordneter Zillig, weil ich das direkt aus dem Verfahren des Hauptausschusses jetzt nicht weiß, habe ich hier den Hinweis bekommen, dass es das Vergabeverfahren und damit auch transparent im Rahmen der roten Nummer 2654 dargestellt wurde. Also insofern das Parlament und der Hauptausschuss auch informiert wurde. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.